Herzlich willkommen, lieber Malte. Du erzählst uns jetzt was zum Thema Anwendung, toolgestützte Aktualisieren, und dann würde ich sagen, übergebe ich dir das Wort. Dankeschön. Ja, genau. Ich bin Malte. Ich arbeite für die Webfactory. Das ist eine Webagentur in Bonn und wir entwickeln seit über 20 Jahren Webanwendungen. Und da kann man sich vorstellen, dass über die Zeit natürlich irgendwie so ein Haufen alter Projekte sich anhäuft. Und heute möchte ich also darüber sprechen, welche Tools ich benutze, um die zu aktualisieren. Vor allen Dingen ist die Ausgangslage ja häufig nicht, dass wir hier so eine nette kleine PHP-Anwendung haben und versuchen, die irgendwie in die Moderne zu ziehen, sondern in der Regel haben wir es ja irgendwie so mit historisch gewachsenen Legacy-Projekten zu tun, die irgendwie eher so aussehen. Der Vortrag hat zwei Teile. Der Hauptteil wird sich so ein bisschen daran orientieren, so am zeitlichen Ablauf von so einem Aktualisierungsprojekt mit einer Vorbereitungsphase. Dann geht es so ein bisschen zum Dependency Management mit Composer und dessen Umfeld. Und dann geht es darum, dass wir irgendwie unseren Anwendungscode anpassen wollen und das möglichst im Batch, also möglichst mit wenig Handarbeit, mit wenig Aufwand letzten Endes auch. Und wenn wir damit durch sind, dann sollten wir vielleicht nochmal drauf gucken, ob die Anwendung noch läuft, beziehungsweise was wir alles kaputt gemacht haben und vielleicht gibt es da ja auch noch was uns helfen kann. Anschließend wollte ich so einen kleinen Crowdsourcing-Teil anschließen. Da möchte ich einen Google Spreadsheet sharen, weil ich lebe ja auch nur in meiner kleinen Bubble und ich würde mich total freuen, wenn ich irgendwie noch einen Tipp abstauben kann, ob es da noch irgendwelche praktischen Tools in der Richtung gibt. In der Tabelle sind dann auch alle Tools gelistet, die ich im Vortrag erwähnt habe. Sprich, es braucht jetzt niemand mitzuschreiben oder sowas. Das finden wir dann alles am Ende in dem Spreadsheet. Okay, fangen wir an mit dieser Vorbereitung. Das allererste, was ich tue, wenn ich so ein Projekt kriege, ist, mich um die Code-Style zu kümmern. Das ist ja überhaupt kein Hexenwerk. Da geht es einfach nur so ein bisschen darum, dass so ein bisschen ästhetisch hinzukriegen. Letzten Endes ist das Ziel, irgendwie den kognitiven Overhead zu reduzieren. Das kann zum Beispiel sein, dass es diese Regel Rüssel gehören an den Kopf gibt. Einfach damit ich erwarte, naja, Rüssel finde ich eben da und muss jetzt nicht die ganze Anwendung immer durchsuchen, ob das nicht irgendwo sonst noch sein könnte. Vielleicht gibt es so eine Regel wie Elefantennamen müssen in Großbuchstaben sein. Wie die Regeln jetzt im Einzelnen konkret sind, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Es ist irgendwie eher wichtig, dass man sich da auf einen Standard einigt, mindestens mal so in seiner Organisation, vielleicht sogar im größeren Umfeld, damit einfach alle so eine ähnliche Erwartung daran halten, wie der aufgebaut ist, wo man Dinge findet. Wenn das für dich ein komplett neues Thema ist, dann würde ich empfehlen, fang irgendwie mit PSR 12 an. Die PSR Standard Recommendations Group, nee, PHP FIC, wie heißt sie genau? Wie auch immer. Die machen ja so Umfragen unter all den großen Frameworks und gucken dann, was ist denn so dieser grobe Konsens und packen den in ihre Recommendations rein und das scheint mir ganz gut zu sein. Die definieren nicht alles, manchmal wird sie so ein kleines X irgendwie noch dazu machen, aber das ist, finde ich, auf jeden Fall mal ein guter Start, bevor man jetzt alles selbst erfindet. Das Tool, was ich dafür benutze, ist der PHP CSFixer. Dem gebe ich seine Konfiguration, die kann ich versionieren und der läuft dann über das ganze Projekt und passt eben den Code den Regeln an. Und das committe ich dann auch meistens und deploy das auch schon gleich. Ich habe über die Jahre ein großes Vertrauen in den PHP CSFixer gewonnen, dass der nichts kaputt macht, solange ich nicht die explizit als risky markierten Regeln verwende. Die können durchaus Dinge kaputt machen. Aber mit den normalen Regeln hatte ich noch nie Probleme, sprich, das schiebe ich dann schnell raus. Auch damit ich spätere Pull-Requests kleiner und überschaubarer mache. Das ist ohnehin so eine Best Practice für Pull-Requests, dass ich die funktionalen und die nicht funktionalen Änderungen voneinander trenne, damit einfach der Reviewer sich auf das Wesentliche konzentrieren kann und nicht jetzt in dem ganzen Syntax-Umgebaue dann irgendwelche wichtigen Dinge vielleicht übersieht. Dann
gucke ich mir das erstmal die Anwendung an und stehe erstmal vor so einem Berg irgendwie. Ich kenne wahrscheinlich nicht alle Details der Anwendung und muss erstmal bestimmen, was hat die überhaupt getan, damit ich am Ende sagen kann, ob sie es immer noch tut oder ob ich irgendwas kaputt gemacht habe. Das heißt, ich versuche jetzt so eine Liste der Features zu erstellen, die ich dann am Ende nochmal kontrollieren kann. Der erste Reflex ist dann, guck mal in die Tests. Und ich freue mich total, wenn ich in diesem Moment BI-Tests finde, weil BI-Tests sind ja in Gherkin geschrieben. Das ist eine Sprache, die richtet sich ja an die Business-Seite, beziehungsweise im optimalen Fall wird hier sogar von Business geschrieben. Sprich, das benutzt Formulierungen, die mich so als Endnutzer irgendwie abholen, wo ich jetzt noch nicht so viel mit der Technik zu tun habe. Die sind also auf einer viel höheren Ebene als Unit-Tests. Die Unit-Tests sind hier nicht so geeignet, finde ich, um was kennenzulernen, weil die so kleinteilig sind. Was nutzt es mir, zu wissen, dass Methode X, wenn ich da einen Null reingebe, dass dann folgende Exception geschmissen wird, wenn ich eigentlich an dem Gesamtbild interessiert bin und erstmal gucken will, was kann das Ding denn überhaupt und nicht so in den kleinsten Baustein rein. Sprich, die Unit-Tests kommen eher später zum Tragen. Hier würde ich eher die BI-Tests lesen. Aber es ist ja auch typischerweise so, dass eben nicht alles getestet ist. Sprich, ich muss irgendwie rausfinden, was kann das Ding denn noch? Und hoffe ich mal, dass andere Frameworks das auch so tun. Bei Symfony kann ich mir das Routing dumpen lassen. Mit BinConsole Debug Router kriege ich eine Liste von allen Routen, die Anwendung kennt, und kann da relativ schnell sehen, welche sind denn irgendwie besonders. Sind das alles irgendwie gleichartige oder wo sind die Punkte, wo ich später nochmal hingucken muss, weil da sich irgendeine Funktionalität versteckt, die von den anderen abweicht. Und jetzt hat so eine Webanwendung aber nicht immer nur Webseiten, sondern sie könnte auch zum Beispiel Konsolenkommandos haben. Die sind zum Beispiel in einem Cronjob eingebunden oder wie auch immer. Die könnte ich mir jetzt in Symfony mit BinConsole List ausgeben. Und müsste natürlich auch bei denen sicherstellen, dass sie am Ende wieder laufen. Ich erstelle mir also eine Liste von den Features und schreibe mir das also irgendwie in Notepad oder was auch immer auf. Die werde ich später nochmal brauchen. All die Seiten, die Features, die irgendwie besonders sind, die Commands und so weiter. Das kann ja aus unterschiedlichsten Quellen kommen. Bei diesem Routing zum Beispiel. Das heißt ja nicht nur, dass das irgendwie eine Routing-Datei war, sondern es könnte auch sein, dass der aus der Datenbank irgendwelche Routen nachlädt oder sowas. Und all das muss ich jetzt irgendwie mal zusammenmischen, um meine Liste zu erstellen. Vielleicht auch noch mal eine kleine Anmerkung zu den Tests. Man hört ja immer wieder, dass es Anwendungen gibt, die irgendwie nicht so viele Tests haben. Das wäre jetzt irgendwie, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt zu argumentieren. Wir brauchen die, wir hätten die gerne, gib mir jetzt mal Geld, dass ich die schreiben kann. Wenn ich jetzt, lässt sich das gut verargumentieren. Normalerweise würde ich sagen, das ist so Bestandteil der täglichen Arbeit. Wenn ich was entwickle, dann mache ich das immer mit Tests, aber in Legacy-Projekten braucht man eben irgendwann diesen Punkt, wo man sagt, so, jetzt ziehe ich da mal nach. Und der könnte eben hier sein. So, kommen wir zum Bereich Dependency Management. Und das Erste, wo ich mich hier drum kümmere, wären undeklarierte Dependencies. Was meine ich damit? Damit meine ich direkt verwendete Dependencies, die aber nur transitiv angefordert sind. Mal ein Beispiel. Ich habe also jetzt irgendwie einen Elefanten programmiert und ich habe irgendwie eine Library gefunden, die mir die Elefantenbeine bereitstellt. Und irgendwie diese Library ihrerseits fordert irgendwie eine Library für den Boden an, weil der Elefant muss auf irgendwas draufstehen oder so. Alles gut. Irgendwann komme ich auf die Idee, Mensch, mein Elefant könnte mal eine Bewegen-Methode bekommen. Und dann schreibe ich die und die ist irgendwie so, dass solange der Boden nicht Lava ist, sollen die Beine irgendwie den nächsten Schritt tun. Alles gut. Jetzt mache ich ein Update von dieser Zoo-Elefantenbeine-Bibliothek. Die war vorher 1 und jetzt kriegen wir die super neue 2.0. Die haben sich irgendwas Fancyes überlegt. Die kann nämlich jetzt auch Elefanten im Weltraum oder sowas unterstützen. Jedenfalls hat die keine Abhängigkeit mehr auf Boden.
kann man sagen, an sich gut, ist irgendwie besser geworden, weil jetzt auch Space Elefanten unterstützt. Aber für meinen Code könnte das Probleme geben. Denn ich verwende in meinem Code weiterhin die Bodenklasse, die nach dem Composer-Update gar nicht mehr da ist. Die wurde nämlich removed, als der hier das Update auf 2 gemacht hat. Sprich, hier könnte das auseinanderbrechen. Und um sowas zu verhindern, um sicherzustellen, dass ich alles, was ich direkt benutze, auch als Abhängigkeit deklariert habe, können wir das Tool Composer Require Checker benutzen. Dieses Tool läuft über dein Source-Verzeichnis und guckt sich alle Symbole an, also zum Beispiel Klassennamen, und guckt, ob er diese Klassennamen im Autoloading findet vom Composer. Das hat ein paar Probleme in der Praxis. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Testklassen in meinem Source-Verzeichnis habe, dann würde er sich so eine Testklasse angucken und lesen Extends PHP-Unit-Test-Case zum Beispiel. PHP-Unit wäre aber gar nicht in meinem Autoloading, sondern zum Beispiel nur in Autoloading-Dev. Dann würde er sich hierüber beschweren. Die Lösung könnte ganz einfach sein, dass man eben die das Testverzeichnis rauszieht, neben das Sources-Verzeichnis legt. Ich halte das aus mehreren Gründen für eine gute Idee. Aber bisher war das eben nicht relevant. Bisher hat sich niemand darüber beschwert. Jetzt tut es der Composer Require Checker und gegebenenfalls müssen wir da ein bisschen nacharbeiten. Ein anderes Problem könnte sein, gerade bei Legacy-Software, wenn man ältere Bibliotheken einsetzt, die sich noch gar nicht in das Composer Autoloading einfügen, sondern irgendwie ihren eigenen Autoloader haben oder so. Zum Beispiel Symfony SwiftMailer wäre so ein Fall. Der würde hier auch von Composer Require Checker also nicht gefunden werden im Autoloading und dann moniert werden, dass er dieses Symbol irgendwie nicht auflösen könnte. Wäre ein False Positive, wird uns nicht stören an der Stelle. Und es gibt noch weitere Randfälle, weil der nur nach Symbolen guckt, könnte es also sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine Config-Datei aus dem Paket inkluden oder irgendein Asset oder sowas anfordern, auf irgendeinem Weg, der eben nicht aufgelöst werden kann über diese Symbolgeschichte, dann würde der Composer Require Checker das auch nicht erkennen. Wie bei allen Tools, die sind nicht perfekt, beziehungsweise wir benutzen sie nicht in perfekten Settings. Wir müssen immer irgendwie mit Sinn und Verstand rangehen und immer gucken, ist dieses Tool nützlich in unserem Kontext? Wann setzen wir das ein? Wie gehe ich mit False Positives um? Also ich muss da schon immer kontrollieren, was ich tue. Ich würde jetzt nach dem PHP-CS-Fixer würde ich jetzt nichts mehr unbesehen committen und deployen oder sowas, auf keinen Fall. Schauen wir uns das Problem von der anderen Seite an. Gerade hatten wir mehr Dependencies gebraucht als angefordert. Jetzt gucken wir uns den Fall an, was ist denn, wenn wir zu viele anfordern und die gar nicht brauchen? Wenn wir also jetzt hier so einen Legacy-Elefanten haben, dann können wir uns zum Beispiel mal den Rüssel hier oben in der Mitte angucken. Warum ist denn der so dunkelgrau? Ist der noch gut? Wird er überhaupt noch benutzt? Und dafür habe ich 2 Tools im Werkzeugkasten. Das erste ist Composer Unused. Composer Unused arbeitet auch mit diesen Symbolen. Der wird also gucken, was für Pakete habe ich installiert, was für Symbole stecken da drin und werden die im Source-Verzeichnis benutzt. Wenn nicht, kann das wahrscheinlich weg. Das hat die gleichen Probleme wie schon der Composer Require Checker. Diese Symbole können eben dazu führen, dass wir ein paar False Positives haben. Sprich, wenn ich nur eine Config-Datei aus dem Paket include, dann könnte Composer Unused zum Schluss kommen, das brauchst du gar nicht, weil er keinen Klassennamen gefunden hat, zum Beispiel, der da angefordert werden würde. Also auch hier nicht unbesehen das rauslöschen, sondern nochmal kontrollieren. Das zweite Tool ist der Zauberlehrling. Den habe ich vor 4 Jahren hier schon mal vorgestellt. Der arbeitet ein bisschen anders und hat vor allen Dingen viel höhere Voraussetzungen. Ist ein Tool, was ich geschrieben habe und das funktioniert ungefähr so. Am Anfang schalten wir irgendeine Art von Logging ein.
Hier könnten wir zum Beispiel das Filesystem monitoren und gucken, welche Dateizugriffe passen denn dann über das Betriebssystem, oder wir können Xdebug einschalten oder sowas, dass wir auf jeden Fall mitkriegen, wenn irgendwie eine Datei verwendet wird. Dann führen wir einmal die Anwendung komplett aus. Also am besten 100%. Alles, was die Anwendung kann, tun wir einmal. Sprich, das ist eigentlich nur dann praktikabel, wenn wir schon eine Testsuite haben, die das mehr oder weniger zu 100% abdeckt. Dann würde der Zauberlehrling hingehen und gucken, einerseits die Logdatei, welche Dateien wurden denn geöffnet, während dieser ganzen, wenn wir die Anwendung ausgeführt haben, und das vergleichen mit den Dateien, die auf der Festplatte sind. Und wenn er sieht, aus diesem Paket wurde keine einzige Datei verwendet, dann kann das wahrscheinlich weg. Also je nachdem, welches Logging-Level man hier konfiguriert, beziehungsweise einstellt, würde der mehr finden, hat aber höhere Voraussetzungen. Wenn man so knietief in diesen Paketen drin steckt, dann fragt man sich manchmal, warum ist dieses Paket da? Composer kann diese Frage ein bisschen beantworten. Wenn man Composer Y eintippt und dann einen Paketnamen, dann wird er aus dem Dependency Tree heraus beantworten, warum dieses Paket installiert wird. Also welches andere Paket fordert das an? Der macht das aber nur für ein Paket. Das ist also ein bisschen mühselig, wenn man irgendwie einen Gesamtüberblick haben möchte. Für den Gesamtüberblick kann man Dinge benutzen, wie zum Beispiel Graph Composer. Graph Composer würde sich alle installierten Pakete angucken aus der Composer Log und würde dann hier so einen Baum dazu malen und sagt einem eben, warum, in welcher Version was installiert ist. Das hilft, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Und vielleicht kann man dann gucken, warum ist das Paket da, beziehungsweise warum ist es noch da? Können wir das leicht rausschneiden? Gibt es viele, die davon abhängen? So in diese Richtung kann man da Erkenntnisse gewinnen. Und wenn wir jetzt noch einmal rauszoomen, diese Frage, warum ein Paket benutzt wird, dann kommen wir bei Baton an. Baton ist das Abschlussprojekt eines unserer Azubis, dem Consti. Und das beantwortet die Frage, gegeben ein bestimmtes Paket und vielleicht irgendwie eine Version, sagen wir mal, alles, was größer gleich 3.9 ist. Gegeben diese beiden Informationen, sag mir mal, welche Pakete benutzen das denn, das gegebene Paket? Oder welche Projekte wahrscheinlich? Hier ist jetzt mal ein Beispiel. Wer benutzt denn alles das WebFactory Navigation Bundle? Und das sind also die Projekte, die irgendwie hier genannt sind. Das sind jetzt alles interne Projekte, denn Baton muss wissen, welche Repositories es überwachen soll. Sprich, das macht also eigentlich nur in einem internen Kontext Sinn. Dann kann es aber eben wunderbar beantworten, so Fragen wie, wenn ich jetzt bei den Paketen darüber gestolpert bin, dass da irgendeine Sicherheitslücke drin ist, wie weit muss ich das denn backporten? Muss ich das in die Version 1 oder 2 noch zurückholen? In dem Fall nicht, weil der jüngste, also die älteste Version, die noch eingesetzt wird, ist die 3.9. Das kann auch helfen, um Pakete auszuphasen. Also ich habe das manchmal, dass dann das Projekt, das ich gerade modernisieren möchte, ist das letzte, was irgendein komisches, altes, internes Paket benutzt. Und wenn ich das sehe, dann kann ich eben gucken, lohnt sich jetzt der Sprung weg davon, weil dann könnte das eben komplett in den Ruhestand gehen. So. Letzte Bemerkung zu diesem Ressourcenthema. Der Zauberlehrling kann auch noch weitere ungenutzte Ressourcen erkennen. Wenn wir das Logging irgendwie anders konfigurieren, zum Beispiel könnten wir sagen, MySQL, schalt doch mal dein Logging ein. Und dann lassen wir all unsere Tests rüberlaufen. Und dann gucken wir im MySQL Query Log, welche Queries wurden abgefeuert, welche Tabellen werden da genannt. Also das macht dann alles der Zauberlehrling. Der hat so einen SQL-Parser, den er benutzt und friemelt sich dann die Tabellen raus und guckt parallel dazu, welche Tabellen gibt es denn in der Datenbank. Und die Differenz davon wurde gar nicht gebraucht, obwohl wir ja in unseren Tests hoffentlich alles erwischt haben. Sprich, die werden wahrscheinlich nicht mehr genutzt.
Und auf ähnliche Weise kann er zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Webserver Access Logs angucken und da dann die Liste der abgerufenen Bilder zum Beispiel vergleichen mit den Bildern, die wir im Dateisystem vorliegen haben. Wenn ein Bild nicht abgerufen wurde, dann kann es vielleicht auch gelöscht werden. So in diese Richtung. Man könnte auch einen Produktionslog nehmen. Ja. So, wenn wir die Dependencies jetzt so ein bisschen glatt gezogen haben, dann kommen wir früher oder später an den Punkt, jetzt machen wir mal das Composer-Update. Und im Grunde würde ich versuchen, das immer möglichst klein zu halten, mein Scope. Also am liebsten nur ein Paket, jeweils eine Version hoch, gucken, dass es läuft. In der Praxis ist das nicht immer möglich. Wenn der Dependency Tree ein bisschen komplizierter ist, dann kann es sein, dass Paket A, das können wir erst aktualisieren, wenn wir gleichzeitig Paket B aktualisieren oder noch komplizierter. Das heißt, vielleicht kommen wir mit dieser Strategie, wir machen nur ein Paket, nicht ganz durch, erlauben irgendwie 3-4 Pakete das aktualisieren und werden dann überwältigt, weil mit einem Mal stürzen 10 neue Versionen auf uns ein. Und wir müssen uns so ein bisschen Gedanken machen, wie gehen wir jetzt damit um? Der erste Reflex wäre, glaube ich, in die Upgrade-Notices zu gucken. Und da erinnere ich mich an meine Zeit an der Uni Bonn, wo ich die Datenbanken administriert habe in der Abteilung. Und unter anderem hatten wir eine Oracle-Datenbank. Und wenn die mal ein Security-Update rausgegeben haben, dann haben die immer Upgrade-Notices rausgeschickt, die ich als sehr lang in Erinnerung habe. Ich habe für diesen Vortrag nochmal nachgeschaut, wie es aktuell aussieht. Und die aktuelle Upgrade-Guide-Geschichte ist 514 Seiten lang. Das ist keine Major-Version, das ist eine Minor-Version. Also da wird viel erzählt. Einerseits ist das total cool. Offensichtlich gehen die da ziemlich ins Detail, sagen uns, was hat sich geändert, vielleicht was müssen wir ändern, wie müssen wir uns anpassen. Und das ist natürlich definitiv besser, als wenn ich einfach keine Upgrade-Notices habe. Aber es kann eben auch ziemlich erschlagend wirken. Und deshalb würde ich, bevor ich jetzt alle Upgrade-Notices der Reihe nach durchgehe, würde ich erst nochmal überlegen, welche interessieren mich denn wirklich? Und da könnte eine Antwort Semantic Versioning sein. Das ist eine Versionierungsstrategie, die sagt, wie so eine Versionsnummer aufgebaut ist. Also 1.2.3, dann ist die erste Zahl eine Major Version. Wenn die sich ändert, dann können da BC-Breaks drin sein. Das heißt, dann muss ich aufpassen. Dann muss ich sowas wie Upgrade Notices lesen. Wenn das aber nur die zweite Zahl ist, die Minor Version, oder gar die dritte, die Patch Version, dann sind da keine BC-Breaks drin. Das heißt, das sollte weiterlaufen wie bisher. Ist natürlich die Frage, ob das der Autor immer so perfekt gepflegt hat und so weiter, aber das ist so die Idee des Semantic Versionings, mir anzuzeigen, wo muss ich genau hingucken. Mal als Beispiel, ich habe jetzt hier meine Anwendung. Die Anwendung verwendet 3 Pakete. Und das dritte Paket hat irgendwie seinerseits wieder eine Abhängigkeit auf irgendein Paket. Aktualisieren wir mal das erste. Wenn das von 1.0 auf 1.01 hochgeht, dann ist das nur eine kleine Patch-Version. Dann muss ich mich nicht drum kümmern. Das Update kann ich ignorieren. Da ist einfach irgendwie ein Bugfix gekommen oder sowas. Super, nehme ich mit, aber ist kein Aufwand für mich. Schauen wir uns das zweite Paket an. Das wird jetzt von 1.0 auf 2.0 aktualisiert. Das heißt, ein Change in der Major Version. Das heißt, da können BC-Breaks drin sein. Die müssen mich nicht betreffen, aber ich muss auf jeden Fall gucken, ob sie mich betreffen und gegebenenfalls eben Anpassungen vornehmen. Beispiel für das dritte Paket. Das geht jetzt von 1.0 auf die 1.1. Ist ein bisschen größer geworden, hat irgendwie ein neues Feature bekommen. Ist aber egal. Aus meiner Sicht muss ich mich nicht drum kümmern. Selbst wenn das seinerseits irgendwie seine Abhängigkeiten verändert hat und selbst wenn diese transitive Abhängigkeit aus meiner Sicht von 1.0 auf 3.0 gestiegen ist und da ganz komische Dinge passieren oder sowas, kann mir egal sein, weil aus meiner Sicht kümmert sich komplett
hier Paket Nummer 3, darum, das irgendwie zu handeln. Und die Schnittstelle zu mir ist die gleiche wie bisher. Sprich, ich brauche keine Anpassungen. Das heißt, aus dieser langen Liste, die mir Composer vielleicht ausspuckt, von 10, 20 geänderten Paketen oder noch mehr, suche ich mir nur das kleine Set raus, um das ich mich kümmern müsste. In diesem Fall wäre es eben hier dieses zweite Paket. Und dann notiere ich mir, das ist von Version 1 auf 2 gegangen, damit ich die Upgrade-Notices ziemlich zielgerichtet eben lesen kann und meinen Aufwand reduziere. So, sagen wir mal, diese Composer-Updates sind durch für den Moment. Dann muss ich als nächstes ja irgendwie meinen Programmcode anpassen. Und da fangen wir mal irgendwie ganz basal an, Search and Replace. Klar, kennt jeder. Man kann es auch noch ein bisschen fancier machen. Das hier ist jetzt mal ein Screenshot aus PHP Storm und nur mal so als Gedanke, was da möglich ist. Hier gibt es diese unscheinbare Punkt-Sternchen-Schaltfläche. Damit aktiviere ich reguläre Ausdrücke. Das heißt, hier habe ich jetzt mal gesucht nach allem, was irgendwie Kommentarzeichen sind und dann irgendwie ein paar Zeichen hat und dann kommt Konstruktor Punkt. Damit erwische ich sowas hier. Das ist offensichtlich irgendwie ein autogenerierter Docblock. Nicht besonders wertvoll. Nach all den Jahren könnte ich den mal wegschmeißen. Und dann würde ich den eben hiermit suchen und durch einen leeren String ersetzen. Und das Schöne ist, das können die IDEs in der Regel, oder was heißt in der Regel, das ist zu viel gesagt, also mindestens mal PHP Storm kann das nicht nur auf eine einzelne Datei anwenden, sondern auch auf ganze Verzeichnisse, sodass es sich auch mal lohnt, hier so einen regulären Ausdruck zu schreiben. Kommentare entfernen ist jetzt ein einfaches Beispiel. Es gibt natürlich auch sinnvollere Geschichten, die dann vielleicht auch zunehmend kompliziert werden. Also ich kann hier auch zum Beispiel mit Capture Groups arbeiten. Und dann wird es schnell so kompliziert, dass ich mir da unsicher bin. Und wenn du auch immer so ein bisschen, sagen wir mal, Respekt hast vor regulären Ausdrücken, dann würde ich regex101.com empfehlen. Es gibt sicher viele Seiten, die das machen. Ich habe mich in diese verliebt. Hier kann ich meinen regulären Ausdruck eingeben, meinen Teststring. Und er sagt mir ziemlich genau, was damit passiert, was jedes Zeichen von meinem regulären Ausdruck bedeutet. Er sagt, dass diese Zeichen, die müssen hier buchstabengetreu funktionieren und das sogar case-sensitiv. Der erklärt mir, warum funktionieren meine Catcher Groups, wie sie funktionieren, was ist dann der konkrete Rückgabewert, den ich in PHP dann zum Beispiel bekommen würde. Und hat hier also als Quick Reference auch noch eine Liste von Syntax-Dingen, wenn ich mal wieder vergessen habe, wie schließe ich denn, wie sage ich denn hier das Not in regulären Ausdrücken. Das macht es, finde ich, wunderbar leicht zu verstehen, was man damit tut, was mir sonst zumindest deutlich schwerer fallen würde. So. Diese Search and Replace-Geschichten sind ja irgendwie relativ basal gewesen. Lass mal schauen, was wir dann noch tun können. Und dann geht es schnell so in Richtung statische Code-Analyse. Ich glaube, die wichtigsten Werkzeuge in der PHP-Welt, zumindest meines Wissens nach, sind PHP-Stan und Psalm. Und Psalm hat auch noch einen Fixer namens Psalter eingebaut. Die sind als Kommandozeilen-Tools verfügbar und sind da auch relativ geschwätzig in dem, was sie tun. Finden ganz viele interessante Dinge über deinen Code raus. Die sind auch in PHP Storm integriert, sind da irgendwie ein bisschen restriktiver konfiguriert, dass sie nicht ganz so geschwätzig sind. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also ich wechsle da manchmal so zwischen IDE und dem, was ich auf der Kommandozeile rauskriege. Wenn wir gerade schon bei PHP Storm sind, gibt es auch noch ein Plugin, das ich total gerne empfehle, PHP Inspections EA Extended. Und was diese Dinge machen, gucken wir uns nochmal ein Beispiel an. Das ist jetzt so ein bisschen Legacy-Code hier, irgendwie eine relativ langweilige Klasse, die Haystack starts or ends with needle. Okay, das ist also irgendwie eine
Quatschmethode, aber soll eben sagen, ob irgendwie ein Haystack mit Needle anfängt oder endet oder so. Vielleicht sind ja schon ein paar Punkte aufgefallen, die wir hier modernisieren könnten. Die statischen Analyse-Tools finden diese Dinge hier. Die würden sagen, hey, ich habe mir deine Methode angeguckt und habe festgestellt, hier unten machst du immer so ein paar boolsche Vergleiche und dann hast du hier so ein, oh, das ist ein boolscher Operator. Ich bin mir total sicher, dass du hier den Rückgabewert bool hast. Soll ich den nicht für dich da reinschreiben? Bei solchen Sachen muss man ein bisschen vorsichtig sein, von welchem Tool das kommt, beziehungsweise wie dieses Tool arbeitet. In dem Fall kann er das hier ableiten, dass es wirklich ein boolscher Return Type ist. Es gibt aber auch andere Tools, die inferieren das zum Beispiel aus dem Docblock. Also ich hätte jetzt im Docblock sagen können, at return bool oder sowas. Und das ist ein bisschen gefährlich. Wenn diese Docblocks bisher nicht automatisiert ausgewertet wurden, sondern sich nur an menschliche Programmierer gerichtet haben, dann heißt es ja nie, dass die irgendwie garantiert stimmten und dass sie auch genau stimmt. Nicht zu viel sagt, nicht zu wenig. Und also ein Fall, den man da häufig vergisst, ist zum Beispiel Nullability. Also diesen vom Docblock inferieren, da wäre ich immer vorsichtig. In dem Fall finde ich es gut und würde das sofort übernehmen. Nächster Punkt. Hier, dieses List, da würde ich sagen, boah, das ist ja voll 2019. Wir haben doch mittlerweile eine kürzere List-Syntax, die mit eckigen Klammern arbeitet. Willst du nicht lieber die verwenden? Dann wird er hier Haystack und Needle finden, die beiden Variablen, und würde sagen, Mensch, ich habe mir deine Methode angeguckt, die werden gar nicht mehr verwendet. Willst du die wirklich haben oder können wir die nicht auch weglöschen? Dann wird er sich hier zum Beispiel dieses Stripos angucken. Das Stripos würde gucken, ist in dem Haystack-String, kommt da der Substring Needle vor, und zwar an Position 0. Und da wird jetzt eins unserer Tools sagen, da gibt es doch auch irgendwie was Netteres für mittlerweile. Willst du nicht die neue Funktion APAP 8, gibt es die String Starts With benutzen. Die wäre ein bisschen lesbarer. Genauso hier. Hier benutzt du Substring, guckst dir an, Haystack, die letzten drei Zeichen, sind die eigentlich Needle? Da gibt es auch mittlerweile String Ends With mit. Willst du nicht lieber das benutzen? Ach, und übrigens, diese 3, die du hier hast, das ist die falsche Zahl für Needle. Needle hätte 5, ja, hätte 5 Buchstaben. Also wahrscheinlich ist das hier ein Fehler. Das sind super viele Kleinigkeiten, die da auffallen. Aber mich durchfährt jedes Mal so ein Freudenschauer irgendwie, wenn ich das sehe, weil ich finde das alles gut, was der macht. Zumindest in diesem Fall. Aber das wären Dinge, die mir eben so nicht in Sinn kommen jedes Mal oder wo ich jetzt nicht die Zeit hätte, mich da im Einzelnen drum zu kümmern, weil das ist natürlich alles Arbeitsaufwand. Das ist irgendwie alles meine Zeit, die da im Zweifel drauf geht. Und da bin ich super happy, wenn der mir sowas mindestens mal vorschlägt und mich mit der Nase drauf stößt. Und der kringelt mir jetzt nicht irgendwie meinen Code ein, sondern diese Inspections, die würden mir also irgendwie eine Liste geben mit Dingen, mit Issues. Und manchmal gibt er mir auch noch so eine kleine Begründung. In dem Fall hier ist sie irgendwie total knapp gehalten. Du könntest String Starts With benutzen, weil das die Maintainability erhöht. Wie gesagt, ist arg knapp, aber ich kann mir schnell denken, das ist irgendwie lesbarer als dieses Stripos gleich Null Konstrukt, was ich da vorher hatte. Und das Tolle ist, viele von diesen statischen Analyse-Tools meckern nicht nur, sondern können ganz konstruktiv sagen, ich möchte das hiermit ersetzen. Hier, du bist nur einen Klick von einem Button entfernt und ich mache das für dich. Und das machen die nicht nur wieder auf Dateiebene, sondern die können das auch auf ganze Verzeichnisse tun. Das heißt, alle Vorkommen dieser veralteten Syntax hier könnte der mir durch mein ganzes Projekt ersetzen. Und ich finde das großartig. Mal kurz schauen. Nächste Folie ist schon zu weit. Ja, genau. Nochmal kurz zurück zur Folie, zu dieser Liste.
die kann auch ganz schön erschlagend sein. Und da kommen so ein bisschen die Probleme raus. Einige dieser Vorschläge hier sind ziemlich opinionated und müssen vielleicht nicht zu dir oder zu deiner Firma oder was auch immer passen. Man kann sich hier, und die sind so opinionated, dass sie sich teilweise auch direkt widersprechen. Also der eine sagt, hey, willst du nicht links rum? Und der andere steckt vor, rechts rum wäre aber besser. Und da musst du eben gucken, was für dich passt. Und zumindest ich bin immer total begeistert, wenn ich sowas lese und kann mich da relativ leicht drin verlieren. Ich finde das alles toll und was der mir alles an Arbeit abnehmen kann. Muss da so ein bisschen gucken, dass ich zielgerichtet mit meinem Projekt weitermache. Und das ist dann so der Zeitpunkt, irgendwie nochmal auf diese Liste von Features, auf die Liste von Paketen zu gucken, die ich mit Major Updates, die ich kontrollieren muss, um mich so ein bisschen on track zu halten. So, wieder weiter. Das letzte Tool für Batch-Anpassungen, das ich vorstellen möchte, ist Rector. Und Rector hat eine, wie ich finde, ziemlich geniale Grundidee. Ausgehend von irgendwie einem kleinen Code-Schnipsel, jetzt habe ich hier mal einen minimal kleinen gemacht, lässt der einen abstrakten Syntaxbaum davon bauen. Einen abstrakten Syntaxbaum. Hier ist das jetzt dieser Zuweisungsknoten, der entspricht irgendwie dem gleich. Links haben wir hier diesen Variablenknoten und das ist der hier. Und die 42 ist irgendwie der Wert, der dem zugewiesen wird. Irgendwie ganz einfaches Beispiel. Hintergrund ist, jedes kompliziertere Codebeispiel würde gleich einen riesigen Syntaxbaum generieren. Das wollte ich jetzt der Folie nicht antun. Und neben diesem abstrakten Syntaxbaum haben wir die Rectors. Die Rectors, na, komm schon. So. Die Rectors sind Objekte, die ein Interface implementieren. So ein Rector sagt einerseits, für welche Arten von Nodes er sich interessiert. Also zum Beispiel könnte der sich nur für Zuweisungsknoten interessieren. Und dann wird dieser Syntaxbaum traversiert. Und für alle Knoten, für die sich so ein Rector interessiert, kriegt der Rector den Knoten in seine Refactor-Methode und kann damit allen möglichen Schabernack anstellen. Kann den transformieren und super. Machen wir mal ein Beispiel. Wir benutzen bei uns Doctrine als ORM, also als objektrelationales Mapping. Was eben dafür da ist, unsere Klassen in die Datenbank irgendwie abzubilden. Hier hatten wir irgendwie eine Klasse mehrwortige Entity und die wird irgendwie auf eine Tabelle abgebildet. Wenn ich den Namen der Tabelle nicht spezifiziere, dann wird der mit einer Naming Strategy abgeleitet aus dem Klassennamen und ich glaube, die Default Naming Strategy ist 1:1 übernimm den Namen. Jetzt wollen wir aus Gründen unsere Naming-Strategy ändern. Und wenn wir das jetzt einfach so tun würden und hinterrücks sagen würden, ach, Doctrine, übrigens ab jetzt benutzte Unterstriche statt Pascal-Case, dann hätten wir ein Problem. Dann müssen wir nämlich entweder die Datenbank sofort anpassen und das könnte viel sein und vielleicht haben wir irgendwo noch Raw SQL oder sowas, das könnte total kompliziert sein, das an allen Stellen anzupassen. Oder wir sorgen dafür, dass der alte Name, dass wir den hier rein definieren. Dass wir einfach so konfigurieren würden. Wir sagen einfach der Table Annotation übrigens, der Name der Tabelle ist der alte. Genau, weil eben die neue Strategie wird ihn eben anders machen, dann wird es nicht in der Datenbank finden. Und das tritt nicht nur auf bei Tabellennamen, sondern auch bei Attributsnamen. Und das tritt nicht nur in der mehrwortigen Entity-Klasse auf, sondern auch in allen anderen Entities. Und das tritt nicht nur in diesem Projekt auf, sondern auch in allen anderen Projekten. Sprich, ich muss irgendwie ganz oft eine relativ gleichartige Tätigkeit durchführen. Und genau sowas habe ich eben in den Rector gepackt, der mir das dann hier reinschreibt. Wer daran interessiert ist, auch so einen Rector zu schreiben,
dem würde ich sehr dieses Buch ans Herz legen. Das ist erst irgendwie einen Monat oder so alt. Geschrieben von Thomas, das ist der Autor von Rektor, und Matthias Nowak. Vielleicht hatte da schon mal jemand das Glück, ihn hier auf der Frostcon zu hören. Das ist so einer meiner PHP und Domain-Driven Design-Helden und ach, alles, was der macht, ist gut. Und der hat auch ein Kapitel hier drin geschrieben, wie man Rectors Test-Driven developen kann. Und das hat mir total geholfen. Und diese Rectors, die muss man nicht alle selbst schreiben, sondern es werden einige vorbereitete Upgrade-Sets mitgeliefert. Ich selbst habe Erfahrung mit Symfony, mit einigen Bundles aus dem Symfony-Umfeld, mit Major-Updates für PHP-Unit, mit Major-Updates für Doctrine und gesehen, aber nicht ausprobiert, weitere Frameworks. Auch da sind irgendwelche Anpassungen vorbereitet für Net, Laravel, Cake, PHP, Typo 3 und wer weiß was noch alles. Das sind nur die großen Frameworks. Es gibt, wie gesagt, zum Beispiel auf Bundle-Ebene noch viel mehr, was es da zu entdecken gilt. Ich schaue mal kurz in meine Notizen, ob ich da noch was zu sagen wollte. Ah ja, genau. Wer sich für Rector interessiert, die beiden Autoren des Buches, die sind am Donnerstag auf einer User Group. Das steht in den Issues von dem Rector Repository drin. Und irgendwie Anfang September nochmal. Das wäre sicher irgendwie eine super Gelegenheit, das aus erster Hand irgendwie nochmal vorgestellt zu bekommen. Und ja, also ich finde, das lohnt sich. Ich war lange Zeit ein bisschen frustriert von dem Rector, weil da waren viele API-Changes drin und es war immer so hakelig, die einzusetzen. Aber seit ein paar Monaten habe ich das Gefühl, mit der irgendwie 0.11 oder was gerade aktuell ist, ist das alles viel besser geworden. Und ich mittlerweile freue ich mich total, den einzusetzen und werde den auch bis zum geht nicht mehr alles rausholen, was da geht. So. Wenn wir jetzt ganz viele Batch-Anpassungen gemacht haben, dann kommen wir irgendwie an die Frage, sind wir jetzt fertig? Haben wir unsere PHP-Anwendung erfolgreich in die Moderne gezogen? Oder ist zwischendurch irgendwas kaputt gegangen, insbesondere Anwendungen? Und da kommen wir jetzt auf diese Liste zurück mit Features, die wir am Anfang erstellt haben und müssen eben jetzt kontrollieren, funktioniert das noch? Das erste ist irgendwie Tests ausführen. Jetzt auch sehr gerne die PHP-Unit-Tests und BHA-Tests. Was ich noch gerne mache in diesem Abschnitt ist Linter durchlaufen lassen. Symfony bietet zum Beispiel Linter für Container. Das heißt, der prüft, ob mein Service-Container richtig gebaut werden kann. Lint-Twig würde gucken, wenn ich ein Twig-Update gemacht habe, ob meine Syntax in den Twig-Templates noch stimmt. Der YAML-Parser ist viel strenger geworden über die Zeit. Lint-YAML würde gucken, ob meine YAML-Dateien dem noch entsprechen und so weiter. Und dann, was ich noch gerne einsetze, ist so ein Dreiklang aus, ich baue mir Mirrors von der Live-Seite und von der Dev-Seite. Weil die noch ziemlich unterschiedlich aussehen, normalisiere ich die irgendwie. Ich könnte zum Beispiel mit Set jetzt URLs ersetzen, die auf dem Produktionsserver, auf einen, weiß ich, Produktions-Image-Server gehen oder sowas. Und vielleicht habe ich lokal einen anderen Image-Server. Sowas könnte ich hiermit wegstreichen. Mit Tidy könnte ich mein HTML irgendwie layouten, strukturieren. Also Einrückungen und so weiter, dass das irgendwie, wenn ich jetzt einen textbasierten Vergleich mache, dass das dann ziemlich gleich aussieht. Oder mit PHP-Storm könnte ich so ein Autoformat durchführen. Ja, das ist einfach eine, zum Beispiel Umbrüche, Einrückungen, dass sie eben stimmen. Und wenn ich dann so zwei ziemlich ähnliche Mirrors habe, dann diff ich die irgendwie. Ich könnte das jetzt ganz oldschool mit diff auf der Kommandozeile machen. Tatsächlich benutze ich es aber in PHP-Storm, weil ich da relativ komfortabel ganze Verzeichnisse miteinander vergleichen kann und da relativ gut sagen kann, das interessiert mich nicht, markiere das als gelöst
und da so ein bisschen meinen Fortschritt mit speichern kann. Wichtig bei diesem WGET steckt schon so ein, also der Name deutet es zumindest an, hiermit würde ich nur GET-Requests machen, keine POST-Requests, also keine Interaktion prüfen. Wenn ich jetzt in meinen Features irgendwie einen Kontaktformular habe oder sowas, dann würde ich das hiermit nicht kriegen. Aber alles, was ich so im HTML kaputt mache oder 500er oder was auch immer, würde ich damit eben dann relativ gut sehen. So, dann komme ich jetzt schon so fast zum Schluss. Wenn wir das einmal alles durchgezogen haben und das funktioniert wieder, dann würde ich eigentlich gerne dafür sorgen, dass das nächste Update ein bisschen schmerzfreier wird. Und für mich heißt das, ich will irgendwie ein bisschen auf Continuous Integration setzen. All diese Tools oder die meisten dieser Tools, die ich vorgestellt habe, insbesondere die CLI-Tools, kann ich auch auf dem Continuous Integration Server laufen lassen, der mir dann sehr schnell Feedback geben kann, ob ich mich da irgendwie in eine komische Richtung entwickelt habe und ob ich das nicht jetzt, wo ich das noch alles im Kopf frisch drin habe, ob ich das nicht jetzt gerne ändern würde. Wir benutzen dafür GitHub Actions und GitHub Actions bietet auch ein paar Tools, die sogar besser sind als das, oder die mehr können als das, was ich vorgestellt habe. Zum Beispiel der Dependerbot spielt so ein bisschen in die Richtung Composer Require Checker. Dem könnte man sagen, hey, Dependerbot, geh doch einmal im Monat an unser Repository, guck dir die Composer Log an oder die NPM Log oder weiß ich nicht, was für Paketmanager du eben kennst und sag mir, ob es da neue Versionen für die Pakete gibt, die ich da anfordere. Sag mir besonders Bescheid, wenn das Security-Updates sind. Und wenn du schon dabei bist, mach uns doch bitte auch einen Pull-Request dafür. Und wenn ich mein Continuous Integration gut aufgesetzt habe und da all meine Tests drin laufen oder sowas, dann kann ich das auch mit wenig Risiko eben direkt mergen, weil ich ja sehe, meine Tests sind grün. Also das ist, das spielt da sehr gut zusammen. So, das war alles, was ich abladen wollte. Wie gesagt, jetzt würde ich super gerne ein bisschen Crowdsourcing machen. Wenn ihr noch Ideen habt, was da noch gefehlt hat, was ihr noch super an Tools findet, dann würde ich euch auf dieses Google Docs einladen, parallel dazu, dass wir jetzt vielleicht noch, dass ihr noch Fragen stellen könnt. Jetzt wäre die beste Gelegenheit. Ich poste mal den Link in den Chat. Chat. So. Ah ja. Ja. Malte, ich weiß nicht, ob du die Frage von Matt gesehen hast. Jetzt sehe ich sie gerade. Ich habe gerade den Chat aufgemacht. Diesen Rector-Vortrag oder die User Group findet. Wie gesagt, das ist im Rector Repository. Ich kann das auch ganz schnell nachgucken. Rector. Bei den. Und das ist Issue Nummer 1. Okay. Tja, wenn man es jetzt so schnell hätte, wie man es versprochen hat. So, und die zweite Frage wäre, ob du die URL auch noch im Stream öffentlich machen kannst. Das heißt, wir laden vielleicht gleich einfach eine Folie hoch. Ja, genau, zum später draufklicken packe ich auf die Folie und die Folie lade ich dann über das dieses Froscon Folienhochladetool hoch. So, jetzt sehe ich aber immer noch nicht. Habe ich die in meinen Speaker Notes? Für das Speaker Notes, die sehe ich hier nicht. Nee. Dann, wenn keine, solange keine anderen Fragen kommen, habe ich ja Zeit zu suchen. Gerne später, ja. So, das müsste. Guck mit einem Auge drauf. So, Group.
wenn man sucht, dann findet man nicht. Also wie gesagt, es ist am Donnerstag. So viel weiß ich wohl noch. Ach, das ist von dem Buch. Das ist gar nicht von Rector, sondern von dem Rector-Buch ist das bestimmt. Das Repository. So, dann muss ich in ein anderes Repo gucken. Okay. Ich finde es nicht so schnell. Ich würde das dann auch mit auf die Folie packen. Dann hast es. So. Vorher eine Frage, die vielleicht schon beantwortet ist. Beim Semver-Nutzung und ordentlicher Testung sollte doch jedes sein Composer-Update über alle Pakete laufen können, oder? Theoretisch ja, halb. Praktisch weiß natürlich nicht, ob sich ob alle ihre BC-Breaks erkannt haben. Da können manchmal ziemlich obskure Dinge passieren. Jetzt mit PHP 8 können wir ja zum Beispiel selbst benannte Parameter haben, und wenn wir den Parameter umbenennen, dann war das plötzlich Teil der API, was vielleicht nicht so klar war, oder weiß ich nicht, tausend komische Dinge. War dem Autor klar, dass das ein BC-Break ist, hat das dann ordentlich getaggt. Und welche Updates habe ich eben erlaubt? Ne? Also ich müsste natürlich vorher, wenn ich in meiner Composer.json den Semver-Operator benutzt habe, tatsächlich, dann würde er sagen, mach keine Major-Updates, sondern nur die Minor und Patches. Und dann ist das relativ gefahrlos, ja. Unter der Bedingung, dass sich alle dran gehalten haben. Es ist ja nicht mal also der Autor muss sich nicht daran halten, er muss es ja im Vorfeld auch schon gewusst haben, dass es das überhaupt gibt. Und auch da habe ich den Eindruck, dass das nicht überall verbreitet ist. Ja, aber prinzipiell würde mit dem Semver-Operator würden die durch funktionieren. So, Tooltip. Okay, also mein Ja, dann sage ich mal vielen Dank an der Stelle. Und ich glaube, es sind jetzt keine offenen Fragen mehr. Wir haben noch. Wir haben noch? Wahrscheinlich würdest du sagen, noch ungefähr 6 Minuten, bis der nächste Vortrag losgeht oder so. Das Programm. Nö, also wir haben bis 15:30 Uhr, danach ist ja eine Pause eingeplant. Wie gesagt, wenn du fertig bist, dann machen wir gerne Schluss. Ansonsten wollte ich dir nur nicht das letzte Wort klauen. Ach so, danke. Also dieses Codeception, was gerade noch im Chat vorkam, ich habe bisher nur davon gehört. Ich bin mal gespannt, das auszuprobieren. Acceptance Test für Legacy, ja. Also ich steck mal wieder in so einem Update-Projekt drin und ja. Habe ich notiert. Vielen Dank. Ist es schon in der Liste? Nee, dann nehme ich es auch darauf auf. Also dann geht es auch nicht verloren.